als letzter Kandidat mit Vladi Panov. Kam ebenfalls heran, ging hinein. Kurt Graf Sponeck Memorial Boxentürner auf an der 2100 Meter Marke. Alle 11 Kandidaten gut abgesprungen. An der Innenseite American Five mit Hypnos, mit Amity Island und an der Außenseite Pretty Soldier. Dann ist es ganz außen Königstern Ishani mit Dike. An der Innenseite WikiLeaks. Dann ist es das Dress von Second Sight, der Vonotti und Opera Snow zunächst einmal letztes Pferd. So geht es durch den Scheibenstraßenbogen hindurch mit veränderter Taktik heute. Amity Island also mal von der Spitze aus führt vor König Stern, vor Hypnos innen. Dann sehen wir außen Pretty Soldier, Dike in dritter Spur. Vor innen galoppierend American Five, dann Ishani mit WikiLeaks, Second Sight, der Vonotti und Opera Snow. So geht es die Gegenseite hinunter, gute 1300 Meter noch zu absolvieren. Amity Island führt vor Königstern außen, Hypnos, Pretty Soldier mit Traumrennverlauf aktuell. Dann Dike hat keine Lage gefunden vor American Five. Ishani lässt sich jetzt schon anfassen, dahinter dann WikiLeaks vor Second Sight. Vor der Vonotti, da schaut sich das Steffi Kujuntschu alles ganz entspannt an und Opera Snow am Ende des Feldes. Über den Übergang ging es mittlerweile und Königstern hat sich nun an der Spitze durchgesetzt, führt vor Amity Island, vor Pretty Soldier. Dann ist es Dike, dann sehen wir Hypnos innen vor American Five, dann die Lücke von zwei Längen bis zu WikiLeaks, macht sich aber auf die Verfolgung, genauso wie der Vonotti. Ishani verschwindet nach hinten an der Seite von Second Sight und dann ist es Opera Snow. Es schließt alles eigentlich dichter zusammen mit Beginn der langen Kölner Zielgeraden. Königstern führt vor Amity Island an der Innenseite, dann Pretty Soldier, Hypnos hat die Passage gefunden, außen American Five, ein Riesenaußenseiter. Und dann versucht jetzt auch WikiLeaks hier nachzusetzen. Königstern geht nach vorne, Königstern mit Hypnos, Amity Island an der Innenseite. Jetzt kommt WikiLeaks außen, Pretty Soldier und noch weiter außen American Five. Hypnos ist vorne vor WikiLeaks, vor Königstern, Amity Island, American Five und der Vonotti außen. Aber Hypnos ist vorne vor Königstern, WikiLeaks in der Bahn mit und außen kommt Steffi mit der Vonotti und gewinnt wieder. Der Vonotti, tolles Pferd von Ralf Schaaf. Zweiter WikiLeaks, dritter Hypnos, vierter Königstern, fünfter vielleicht innen American Amity Island vor American Five. Dann der Rest bis hin zu Ishani. Der Vonotti brauchte heute jeden Meter dieser 2100 Meter Distanz. Aber im Ziel gibt es den vierten Sieg in Serie. Siegreich war die 4, der Vonotti, zweiter die 1, WikiLeaks, dritter die 5, Hypnos, vierter die 7, Königstern und fünfter die 8, American Five. Der Vonotti zahlt auf Sieg 3,1, die Platzquoten 1,4, 1,4, 1,5 und 1,6. Die Zweierwette zahlt 13,4, die Dreierwette 76,2. Die Viererwette in der Reihenfolge 4, 1, 5, 7, 323,1 und die 2 aus 4 in numerischer Reihenfolge 2,1.